wie du ganz einfach das Ding in den Stream einbinden kannst. Als erstes nehmen wir uns hier das Powerkabel, stecken das rein und drehen das Rädchen fest. Dann dürfte der Atem auch schon direkt angehen. Als nächstes nimmt ihr einen HDMI und steckt den in den HDMI-Out. Hier kommt dann das Spielesignal von eurer beispielhaft Konsole raus. Deine Konsole musst du in Kamerasteckplatz 1 stecken. Das erkläre ich dir später, warum. Also wir stecken hier mal unsere Konsole ein. In meinem Fall ist es jetzt mein Laptop. Und in Kamerasteckplatz 2 stecke ich eine Kamera ein. Um das Ganze jetzt in dein OBS einzubinden, musst du noch ein USB-C-Kabel anschließen. Das steckst du einfach hier hinten mit dran und steckst es dann an deinen Computer. Drückst auf Video Capture Device, machst ein neues Capture Device und wählst hier Blackmagic Design aus. Okay, jetzt hast du den Atem Mini an dein OBS angeschlossen. Hier kannst du es jetzt auch sehen. So, um jetzt ein Picture-in-Picture zu aktivieren, gehst du auf deine Desktop-Szene und drückst dann auf dem Atem Mini Picture-in-Picture. Jetzt hast du einen Picture-in-Picture-Modus. Da kannst du dann im Hintergrund dein Gameplay laufen lassen, wie zum Beispiel Minecraft. Um jetzt aus dem Output vom Atem dein Video-Device zu bekommen, musst du in die Atem Software Control und dann hier oben auf Output und dann Kamera 1 direkt auswählen. Nun gibt die Kamera nur deinen Kamera-Input 1 aus und das latenzfrei. Seid ihr bedacht, das Ding kann nur 60 FPS in Full HD. Und um euch zu zeigen, dass es latenzfrei ist, hier siehst du den Bildschirm und dort das Gameplay. Jetzt drehe ich mal hier und ihr seht, wenn ich schlage, es ist latenzfrei. Wenn du keine weiteren Videos rund um Content Creation, wie zum Beispiel Streaming und Livestream-Setups verpassen möchtest, dann folge dem Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen.